Rexy, was willst du? Da ist so eine Kiste. Wollen wir mal reingucken gehen? Nein, ich genieße doch gerade die Sonne, Brexy. Außerdem, was für eine Kiste meinst du denn? Komm mit. Aber wegschleim mich nicht. Oh, Brexy, ich will mich sonnen. Du weißt doch, ich wollte mich bräunen heute. Was hast du vor? Was machst du da? Ich hab geguckt, er hat seine Kiste vergessen. Komm schnell. Brexy, nein, du kannst doch nicht einfach eine fremde Kühlbox klauen. Hör auf damit, Brexy. So, guck rein. Nein, ich gehe nicht an fremde Sachen ran. Jetzt hör auf damit. Was ist, wenn der Besitzer wiederkommt? Wir kriegen ganz doll Ärger, Brexy. Oh, Lumi, da wird schon nichts passieren. Sei doch keine Mimi. Schleimi, steh auf. Schleimi? Steh auf, raus aus den Federn. Oh. Weißt du, Brexy? Oh, weißt du was, Schleimi? Brexy hat einfach eine Kühlbox von einer fremden Person geklaut. Da am Strand, die da vorne, hat er einfach geklaut. Hä, dein Ernst, Brexy? Du sagst mir nicht mal Bescheid. Na klar, let's go. Nein, Jungs, stoppt, hört auf damit. Oh, vier Äpfel. Nein, Jungs. Oh Mann, Leute, die klauen einfach. Das macht man nicht, Leute. Wenn ihr auch gegen Clown seid, dann lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden unbedingt ein Like da, Leute. Weil man darf nicht klauen. 3, 2, 1. Oh, ich bin ganz eurer Meinung, Leute. Brexy, was habt ihr da jetzt rausgenommen? Was war da drin? Das war doch nur ein Apfel, komm runter. Ja, auch wenn es nur ein Apfel ist. Man darf nicht klauen. Okay, Jungs, ich glaube, ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen in der Schule. Bis später. Was war das? Mann, habt ihr das auch gehört, Leute? Ich habe irgendwas draußen gehört. Oh Mann, wenn meine Katze schon wieder irgendwie draußen Unfug macht, dann werde ich... warte mal, das hört sich wie ein Auto an. Warte mal, was geht da vor sich, Leute? Das kommt irgendwie aus der Garage. Wartet mal, was wird das? Brexy, Schleimi, was macht ihr mit dem Auto vor meinem Vater? Lumi, wir haben was vor und wir wussten, dass du eh nicht mitmachen wirst. Wir hätten das Auto zurückgebracht, wirklich. Aber ihr könnt doch nicht das Auto von meinem Dad nehmen, vor allem nicht ohne zu fragen. Das geht doch nicht. Wir haben es uns doch nur ausgeliehen. Außerdem habe ich jetzt meinen Führerschein. Ja, das ist schön, aber deshalb kannst du nicht das Auto von meinem Dad klauen. Das geht nicht, Brexy. Ausleihen, nicht klauen. Ihr habt mein Auto geklaut, also sag schon, was habt ihr vor? Es gibt ja in der Nachbarschaft die alte Dame und da wollten wir einbrechen. Und was genau wollt ihr denn da klauen bei so einer alten Dame? Die Arme! Die hat so Goldschmuck und so Perlenketten und das sind echte Perlen, das ist so viel Geld wert. Ich bin da raus, Jungs, tut mir leid, ich mach da nicht mit. Dann holen nur wir beide unsere neue Playstation, okay? Und dann spielen wir später, woo! Playstation? Ja. Lumi, bis später. Die PlayStation 5. Und die ist sogar die Farbe hellblau, Lumi. Oh Mann, die sind gemein. Leute, ich wollte schon immer eine PlayStation haben. Leute, ich wollte schon immer eine PlayStation. Jungs, okay, ich bin dabei. Ja, aber Jungs, wir lassen uns nicht erwischen, okay? Natürlich nicht. Okay, dann komm schon. Dann lasst los jetzt, Jungs. Festhalten! Aber Brexy, fahr nicht so schnell, ja? Hier ist 30er-Zone. Oh, es ist nachts, keiner hört uns. Wow. Gib Gummi! Oh, mach langsam mit dem Auto. Das war teuer. Mein Vater wird uns umbringen. Oh Mann, Leute. Brexy, nein, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht hier drüber fahren. Oh Mann, Brexy. Mach langsam. Und jetzt Ruhe. Hör auf, das Auto ist viel zu laut. Steig ab, Mann. Oh, du bist doch wahnsinnig. Ihr wollt jetzt wirklich hier in das Haus einbrechen? Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich habe noch was im Kofferraum. Wartet da vorne. Schleimi, das ist keine gute Idee, was ihr da vorhabt. Aber warum denn nicht? Leute!
Ich habe euch auch Klamotten mitgebracht. Oh nein, das geht in eine falsche... Oh, Leute, ich will das eigentlich nicht. Was für Klamotten denn? Wie seht ihr aus? Was habt ihr euch für Klamotten da eingepackt? Und was ist mit mir? Mich erkennt man jetzt, oder was? Nein, guck, ich hab dir auch was mitgebracht. Hä? Was, Leute? Oh, da ist ja wirklich was. Wartet mal. Jungs, guck mal, wir sehen aus wie die größten Schwerverbrecher. Ich schwöre, wenn irgendwas passiert, das geht auf eure Kappe. Hä, wo ist Lumi? Lumi? Lumi! Ach, Jungs, ihr seid ja richtig lustig. Hört auf damit jetzt. Alter, ich hab dich gar nicht erkannt. Ja, komm schon. Siehste, unsichtbar. Ja, was für unsichtbar. Nur weil ich eine Sturmhaube auf habe, heißt das nicht, dass... Jetzt flüstern, Mann. Ja, okay. Und ist sie auch nicht zu Hause? Die ist am Schlafen. Die hört aber nichts. Die hat ein Hörgerät. Oh, na, kommt schon. Wie wollen wir hier Jungs reinkommen? Ja, ich bin bereit. Oh, so. Nicht so okay, laut. Macht leise. Wir gehen von hinten rein. Okay. Ich mach das, was ihr mir sagt. Aber bitte, macht keinen Unfug. Und wir dürfen der Oma auf keinen Fall wehtun, okay? Nein. Wir wollen nur den Schmuck. Menschen werden hier nicht verletzt. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Oh, wie ihr meint. Okay. Warte. Psst. Jetzt. Oh nein. Jungs, ihr habt eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das ist Sachbeschädigung. Das macht man nicht. Lumi, das macht man so in Filmen. Oh Mann. Nein. Trag sie raus. Trag die Kiste raus. Ja, ich nehme doch schon. So. Mann. Jungs, das war das erste und das letzte Mal, dass ich das mitmache. Leute, wir beklauen gerade eine alte Oma. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, und dann bringen wir das auf den Transporter jetzt. Komm schon. Ja, aber warte mal. Braxy, stopp mal. Wo ist Schleimi? Oh nein. Schleimi. Oh, bitte Schleimi. Wir haben gesagt, wir machen keinen Unfug. Oh, Schleimi, wo bist du? Wie baue ich das Ding denn ab hier? Nein. Die Musikanlage mit... Oh, raus! Nein! Oh nein! Du hast das Radio angemacht, du Vollidiot! Vergiss die Kisten! Lass die Kisten hier, egal! Oh nein, nein! Oh, kommt schon, Jungs, Beeilung! Oh Mann! Ihr Vollidioten, das ist alles deine Schuld, Schleimi! Steig ein! Ja, ich bin doch schon da! Oh Mann! Mann, wenn jetzt die Polizei kommt, dann sind wir voll am Arsch! Mann, Alter, das ist alles eure Schuld. Steig aus, wir müssen uns umziehen. Schnell. Ja, warte. Okay, warte, ich mach das hin in den Kofferraum rein. Okay. So, okay, Leute, ich sehe wieder normal aus. Ja, dann nichts wie nach Hause. Komm schon, Braxy, los geht's. Oh Mann. Nichts wie rein. Komm schon. Meinst du, wir sind bei dir sicher, Braxy? Ja. Oh Mann, Leute. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh Mann, Schuhe ich hoffe, ausziehen. Die finden uns hier nicht. Ja, du Dussel. Lumi, komm, setz dich hin. Wir müssen uns was versprechen. Egal, was ist. Ja? Wir sagen, es war Schleimi. Hey! Das können wir doch nicht machen. Nein, wir verpetzen niemanden. Das, was eben in der Nacht passiert ist, das ist nie passiert, okay? Und das war das erste und letzte Mal. Haben wir uns verstanden, ne? Hä? Aber wovon redest du? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, ich glaube auch. Oh, okay. Dann lass uns einen Film schauen. Komm schon, Braxy. Ich mach den, mal den Fernseher an. Oh, wo ist der Knopf hier? Soeben befinden sich drei sehr gefährliche Verbrecher auf freiem Fuße. Die sind sehr gefährlich, glauben Sie mir. Sollten Sie auch nur irgendeinen Hinweis finden, dann rennen Sie. Ich mach den Fernseher aus. Ich will das gar nicht sehen. Mann, wir sind in den Nachrichten. Ihr Vollidioten. Ich bin im Fernsehen. Ja, freu dich nur. Meinst du, die werden uns auf TikTok folgen jetzt? Leute... ihr könnt mir lieber alle mal schnell auf YouTube folgen, bevor ich im Knast lande. Vielleicht kann ich dann dem Officer vorzeigen, dass er alle abonniert hat. Dann lässt er mich frei. Hoffe ich zumindest. Oh nein, ich muss jetzt schnell nach Hause. Ich will mit ihnen ja nichts mehr zu tun haben, Leute. Oh Mann. Oh Mann, Leute, der Film ist der absolute Wahnsinn. Und die Kekse sind auch unnormal lecker. Warte mal, war da gerade jemand?
Ich habe mich wohl verguckt, Leute. Ich schaue jetzt den Film weiter. Boah, das ist Cobra Kai, die neue Serie. Die ist der absolute Wahnsinn, Leute. Wow. Aufmachen! Warte mal. Hallo, wer... hallo, Officer, Einen wunderschönen guten Tag hier. Wir haben eine Meldung bekommen, dass beim Nachbarn am Strand bei der Brigitte eingebrochen worden ist. Richtig. Ich habe gerade Kaffee gemacht. Wollen Sie vielleicht zufälligerweise reinkommen? Ja, komm. Also, setzen Sie sich doch gern hin und erzählen Sie mal, Einbruch am Strand. Also, ich habe da tatsächlich auch von mitbekommen. Und, das ist wirklich sehr schlimm. Also, mein herzliches, mein doofes Beileid an die alte Dame auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber ein kleines Problemchen. Und zwar wurde das Auto, ein hellblaues Auto, beschrieben. Und ich sehe ja, Sie mögen die Farbe hellblau und Sie haben noch ein hellblaues Auto. Wo waren Sie denn gestern zur Tatzeit zwischen 23 Uhr und 0 Uhr? Playstation gespielt, Fortnite am Fernseher. 79 Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding code 3 to CP at 127th in Adelaide. Very alles klar, ich bin auf dem Weg. Ich komme später nochmal. Kein Problem. Das war gerade noch mal knapp, Leute. Das geht zu weit, dass schon die Polizei bei mir zu Hause vorbeikommt. Er hat gesagt, er kommt später wieder. Leute, was soll ich nur machen? Wenn mein Dad das mitbekommt, der wird mich kurz und klein machen. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist alles Braxis und Schleimis Schuld. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht mehr weiter. Nein, jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Oh nein, Braxi ruft an. Was will denn Braxi jetzt von mir? Ja, hallo, Braxi? Hallo, Mi, du musst sofort zu Schleimi kommen. Zu Schleimi? Warum denn? Es ist ein Notfall. Beeil dich einfach. Frag nicht. Notfall? Okay, ich komme. Bis gleich. Oh, Leute. Er meinte, ich soll sofort zu Schleimi kommen. Es wäre ein Notfall. Okay. Ich würde sagen, ich beeile mich. Wir müssen jetzt richtig schnell zu Schleimi, Leute. Oh, Leute, ich bin jetzt richtig weit gelaufen. Extra nur für Schleimi. Ich meine, Braxi meinte, es sei ein Notfall. Was machen die Crossbikes hier vor der Tür? Egal. Ich hoffe, Schleimi ist zu Hause. Hallo, Schleimi? Hallo? Lumi, komm schnell rein. Oh, da bist du ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Dir geht es nicht gut. Ich habe dir sogar ein Brot mitgebracht. Vielleicht hilft das ja. Erzähl mal, Großer, was ist denn los? Ich habe gehört, hier geht's nicht gut. Stimmt das? Naja, was heißt... Hast du das gesagt, Braxi? Er meint, es sei ein Notfall. Ja, ein Notfall. Hä? Ach, damit er hierher kommt überhaupt. Lumi, wein nicht. Es ist alles gut. Ich wein doch. Also, warte mal. Warum bin ich jetzt hier? Was läuft hier falsch? Naja, Braxi und ich hatten schon immer was vor. Und nun, wo du einigermaßen eingeweiht bist mit den Überfällen... Nein, Jungs, wir fangen nicht wieder damit an. Das hatten wir geklärt. Lumi, du hast keine andere Wahl. Oder wir erzählen es deinen Eltern, dass du mit uns eine alte Dame ausgeraubt hast. Okay, mach das nicht. Erzählt mir schon, was habt ihr vor? Ja, hallo, ist da Lumis Papa? Ja? Leg auf. Ja. Okay. Mann, ich bin doch schon dabei. Jetzt sagt schon, was habt ihr vor? Sag du es ihm, Braxi. Okay. Wir haben erfahren, dass es bei der Bank ganz viel Gold gibt. Oh nein, Jungs, kommt schon. Nein. Okay, und weiter, was habt ihr vor? Sag schon, raus mit der Sprache. Und hier, komm raus. Hier siehst du unsere Motorbikes, die uns Schleimi zur Verfügung gestellt hat. Das heißt also, wir werden da heute einbrechen. Oh, kommt schon, Jungs. Wir können keiner Bank einbrechen. Wenn das schief geht, landen wir hinter Gitter. Wir brechen nicht ein.
Kims? Und wie wollt ihr da bitte schön reinkommen, hä? Das ist eine hochgesicherte Bank, da kommen wir nicht so einfach rein. Da hat Schleimi jetzt was. Schleimi, zeig's ihm. Naja, na, komm mal mit. Also, ich hab mal ein bisschen bei meinem Papa nachgestöbert und alles. Und mach die Kiste mal auf, Lumi. Oh nein, das ist ein Waffenschrank. Ich fass den nicht an. Das ist außerdem der Waffenschrank von deinem Vater. Das geht dich nichts an, Schleimi. Komm schon. Oh, nein. Hallo, ist er der Papa von Lumi? Oh nein, Schleimi, ist okay, komm schon. Oh, ich hab mich verwählt, sorry. Mach auf, 1, 1, 2. Wie die Feuerwehr. 1, 2. Jungs, da sind richtige Waffen drin. Ihr seid wahnsinnig. Ja, Lumi, nimm dir jetzt was raus und nimm die ganzen Sachen mit, auch wie wir reinkommen. Wir haben keine Zeit. Wir haben gerade Ausbildung. Das sind wenige. Leute, hier sind... Wie geht das mit der Waffe? Richtig viele komische Sachen drin. Ich nehme die jetzt einfach alle mit. Oh Mann. Nimm das sofort. Ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt. Ich hab doch meine schon, Lumi. Ja, nimm jetzt die komische Waffe. Ich will damit nichts zu tun haben, Jungs. So, hier deine Klamotten. Geh hoch, dich umziehen. Oh Mann, Leute, ich fass es nicht. Oh Leute, oh Mann, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Ich hab sowas noch nie benutzt, Jungs. Wie funktioniert sowas überhaupt? Naja, da ist ein Abzug und du kannst den drücken und dann und schießt dann die Waffe. Oh! Wow! Warte, das macht dir richtig Spaß. Und zack! Und zack, zack, zack! Wow! Leute, das ist ja richtig cool! Wow, weg mit dir! Entspannt euch doch, alles cool. Oh, Leute, vielleicht bin ich einfach ein Spießer. Wir können richtig viel Geld machen, wenn wir die Bank ausrauben. Oh, komm schon, Lumi. Wir schaffen das. Dann, Jungs, kommt schon. Lasst uns auf die Motorräder steigen und dann würde ich sagen, geht's ab zur Bank, Mann. Oh, kommt schon, Jungs. Seid ihr auf dem Weg? Oder seid ihr ja? Dann kommt schon, lasst uns los, Mann. Wow, Leute, das ist richtig cool. Ich wollte schon immer mal mit einem Motorrad fahren. Wow. Oh, wo sind die Jungs? Oh, da seid ihr ja, Jungs. Oh, warte mal. Wo ist überhaupt die Bank? Die ist direkt hier links, parkt hinter diesem Haus. Okay. Okay. Komm, Lumi. Wie ihr meint, ich park doch schon. Und, zack. Und für was brauche ich jetzt diesen ganzen komischen Grimmskram hier? Das ist voll schwer alles, Mann. Schleimi. Ja? Sag ihm, dass wir die Tür sprengen. Ja, sag du ihm das doch. Ich hab das schon gehört. Tür sprengen? Oh Mann, Leute, das ist viel zu viel. Okay, dann, wo ist denn diese komische Bank jetzt, die wir überfallen wollen? Die ist direkt hier vorne. Da, hier vorne. Guck mal, Lumi. Oh, Mann. Diese riesengroße Bank wollen wir ausrauben, Leute. Oh, Mann, ich hoffe, wir schaffen das. Oh. Jungs, guckt euch diese riesen Bank an. Seid ihr sicher, dass wir das schaffen? Ich meine, schaut mal da drin, da sind Überwachungskameras. Was habt ihr vor? Wir werden doch sowieso nicht gesehen. Jetzt lass uns die Tür sprengen. Wie wollen wir denn die Tür aufsprengen? Du hast doch die Sachen bekommen. Macht's daran jetzt. Diesen Zünder hier? Seid ihr sicher, dass das auch nicht in die Hosen geht? Lumi, du wolltest gerade noch Geld verdienen und jetzt hast du wieder Angst. Los! Leute, seid... Mann, ich getrau mich das nicht. Aber wir müssen das jetzt machen. Okay, ich mache jetzt hier eine Mine hin und ich habe den Zünder. Okay, Jungs, ich habe den Sprengstoff platziert. Nicht so laut. Mann, wenn das explodiert, die ganze Nachbarschaft wird doch aufwecken. Meint ihr nicht, dass das zu laut ist? Deswegen müssen wir jetzt schnell sein. Los. Oh, ich drück da jetzt drauf. Okay, 3, 2, 1 und... Wow. Oh Mann, war das laut und... Oh nein, der Alarm wurde ausgelöst, Leute. Wir müssen uns jetzt beeilen. Los. Komm schon, oh Mann. Wir haben die komplette Bank aufgesprengt. Wir müssen die Kamera kaputt machen. Komm schon. Perfekt. Den Alarm. Mach den Alarm kaputt. Komm schon. Leute. Mann, ihr seid verrückt. Wir sind einfach in eine Bank eingebrochen. Durch die Tür. Wir kriegen die Tür nicht auf. Oh, warte, ich lad nach. Meint ihr, wir können die aufschießen? Ne? Los, wir müssen es probieren. Oh, komm, schieß. Schieß.
Oh, jetzt kommt schon Beeilung. Oh nein, hier ist Laser, Leute. Oh nein, was machen wir jetzt? Ihr habt nicht richtig geplant. Oh, die Polizei ist da, Jungs. Schieß! Komm rein, ich mach die Tür zu. Mach die Tür zu, da kommt noch einer. Was meinst du, wie lange hält das, Braxi? Ich glaube so 10 Minuten. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier, Jungs, in einer... hier ist ein Lüftungsschacht. Was? Über mir. Lüftungsschacht. Du hast das Seil dabei, oder, Lumi? Ein Seil? Ich habe ein Seil dabei. Meinst du, Alter, wir können da oben durch? Wir haben keine andere Wahl. Dach. Oh Mann, Leute, helft mir, den Lüftungsschacht aufzumachen. Er ist schwer. Okay. Und zack. Jungs, jetzt kommt hoch, Leute, kommt schon. Klettert hoch, beeilt euch. Kommt schon. Oh Mann. Bau das Seil ab, sonst kommen wir auch noch nach oben. Warte. Perfekt. Okay, was meint ihr? Es ist bestimmt gleich Verstärkung da. Oh Mann, ihr seid richtige Volltrottel. Ihr hättet das besser planen müssen, Mann. Oh nein, die stehen hier unten. Schau, die besprechen sich gerade. Oh nein. Oh, die stehen vor der Tür. Guck mal hier, Lumi. Ja, guck mal hier durch das Loch. Oh nein, die können hier hochkommen. Wir müssen uns jetzt beeilen, Beeilung. Wartet, ihr habt mir doch ganz viele Sachen gegeben. Lasst doch hier, falls die hochkommen sollten. Wir bauen hier einfach eine Bärenfalle hin. Wartet und zack. Komm schon, helft mir, die zu spannen. Kommt schon. Und zack. Okay, das passt. Okay, warte, lasst hier auch noch eine hinmachen. Und zack, kommt schon, helft mir. Und schieb. Okay, perfekt. Aber jetzt auf keinen Fall da reintreten. Macht langsam. Was habt ihr jetzt vor? Oh mein Gott. Hier ist noch ein Lüftungsschacht. Kommt schon, helft mir, das aufzumachen. Und kommt schon, die anderen. Macht ihr die beiden. Ich schaff's nicht. Komm schon, helft mir. Und wartet. Zack. Okay, jetzt runter, Leute. Kommt schon. Schnell. Wir sind im Voreingang. Okay, das ist gut. Aber hier ist ein Laser, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Oh, kommt schon, Jungs, wir müssen... Die Polizei ist da. Polizei! Ihr habt sie einfach alle abgeknallt. Ihr Verrückten. Jungs, das war so nicht ausgemacht. Was habt ihr jetzt vor? Lumi, nimm die Diamanten mit. Schieß die Kamera kaputt. Oh, eine Kamera. Okay, sehr gut. Jungs, ich hab nicht mehr so viel. Meine Herzfrequenz sinkt langsam. Kommt schon, lass die Diamanten abbauen. Alles mitnehmen, Jungs. Kommt schon. Oh Mann. Oh, Beeilung. Hier drüben noch. Aber, Jungs, das lohnt sich doch gar nicht. Hier muss noch mehr sein, sonst war das voll für den Hintern, Mann. Hier, das Gold ist hier. Oh, da ist noch eine Kamera. Oh, mach sie kaputt. Komm schon. Leute, Mann, das ist alles viel zu weit gegangen. Wie wollen wir jetzt diese Tür hier aufbekommen? Kaputt schießen. Ja, kommt, Jungs, dann schießt die Tür auf. Schieß. Oh, die andere auch noch. Okay, Jungs. Hier ist das Gold. Wow. Alles einsammeln, kommt schon. Nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Jetzt willst du, oder? Wir sind reich. Ja, jetzt sind wir wirklich reich. Aber, Jungs, ich glaube, draußen warten ganz viele Polizisten auf uns. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Lass uns rausschießen. Wir können doch nicht alle abknallen. Das ist verrückt, Braxi. Jungs, wir müssen uns... Die Polizei ist da. Ich bin gleich tot, Jungs. Warte. Lass Lumi in Ruhe. Mann, Jungs, wir können nicht immer alle abknallen. Jetzt lasst uns sofort raus. Hier kommt schon. Mann, nimm das ganze Gold mit. Wir müssen sofort hier raus. Guck mal, wie viel ich hab, Lumi. Ich hab auch 15 Stück. Was? Jungs. Wie wollen wir hier rauskommen? Die Polizei da unten wartet bestimmt schon. Meinte ich, soll das Fenster aufspringen? Los, mach's. Und zack, Jungs, geht beiseite. Weia. Jetzt kommt schon, beeilt euch, schießt. Kommt schon, nimm das. Okay, Jungs, jetzt kommt schon. Wir müssen weg hier.
Oh Mann, das ging alles viel zu weit, Mann, Leute. Oh, kommt schon, Jungs, steigt auf die Motorräder, beeilt euch. Los, los, los. Ich fahr bei dir mit. Okay, komm. Beeilt euch. Oh, Leute, das war echt ein wahnsinniges Erlebnis heute. Wir haben einfach eine Bank ausgeraubt. Oh Mann. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht, meine Freunde abzuchecken. Link ist in der Beschreibung. Und ach so, Leute. Bevor ihr geht, schaut euch das an, Leute. Nein, nicht das Gold. Hier drüben, das Video. Da müsst ihr unbedingt draufdrücken. Schaut euch das unbedingt an. Das ist richtig cool, Leute. Schaut es euch an. Kommt schon.